verliebt, ich bin verliebt in eine süße Kleine. Sie wissen, wen ich meine. Dass es das gibt, dass es das gibt, so eine wie meine süße Kleine. Dafür, lieber Gott, dank ich dir. Mein Mädel ist nur eine Schauspielerin in einem Theater mit 80 Francs Salär in der Woche, doch viel süßer wie jede Königin vom Film. Am Sonntag, wenn wir zum Tanze gehen, zieht sie ihr Kleidchen an aus weißer Seide, das ich so liebe, denn sie sieht drin wie eine kleine Fürstin aus. Die Jazzband spielt dann gleich leise ihr Lieblingsstück. Sie schmiegt sich an so weich und legt den Kopf zurück. Mein Mädel ist nur eine Schauspielerin in einem Theater mit 80 Francs Salär in der Woche, doch sie gibt mir für viele Millionen Glück. Im Jahre 1797 brachte ein britischer Verleger das Werk The Young Man's Valentine Writer heraus, das viele Verse für junge Liebhaber enthielt, die nicht selbst dichten konnten. Obviously. Druckereien hatten bereits begonnen, Valentinskarten mit Versen und Skizzen zu produzieren. Man nannte sie Mechanical Valentines. In England wurden sie im frühen 19. Jahrhundert so beliebt, dass sie in Fabriken hergestellt wurden. Fancy Valentines wurden mit echter Spitze und Schleif produziert und ab Mitte des 19. Jahrhunderts mit Papierspitze. Trotz teuren Portos wurden jährlich ungefähr 60.000 Valentinskarten in Großbritannien per Post versandt. Okay, fine, fine. Happy Valentine's.